Hallo und willkommen zurück zu The Forest mit Kaktus, dem alten. Oh, heiliger Rusty. Oh. dem Lachgas-Einatmer hier. Von dem Sauerstoff. So. Der kann mir sonst was erzählen. Gut, ich mach das Feuerzeug aus und spring mal ins Wasser. Jo, ich folge dir. Ich glaube, ich weiß ja, glaube ich, schon, wo wir rauskommen, aber ich will natürlich nichts verraten. Ja, wenigstens einer. Ich habe ja schon Ärger von dir gekriegt. Verrat nicht immer alles. Ja, einmal hast du es bekommen, das stimmt. Ja. Einfach diesen... Ja, ich kenne das ja alles denn nicht so wirklich hier. Nee, so. Deswegen sage ich ja, ich verrate nichts. Nee, klar. Schwimm einfach den Bibeln nach, die hier so... Ist nicht dafür, ne? Ich schwimme dir einfach hinterher. Ja, oder? Weil ich so gerne unter den Rock gucke. Oh, geil. So, ist hier noch was, bevor wir das Seil hochgehen? Wahrscheinlich nicht. Ein Stock. Ja, oder ein Totenkopf. Nö, das heißt, weiter nach oben, wa? Wollen wir nach oben oder wollen wir so ein Feuerchen bauen? Mir ist nämlich ganz schön kalt schon wieder. Nee, weiter geht's. Ja, alles klar. Stimmt, vom Klettern wird uns auch warm. Boah, sieht das eklig aus, Alter. Ich guck dir gerade direkt auf den Arsch und irgendwie hast du neben deinem Arsch so ein Auge von einem Mutanten. Na klar. Ja, ist so. Das ist die Eichel. Ja. Musst du ja immer rumwickeln. Boah. Ekelhaft. Ach, wir schwimmen schon wieder, oder was? Wahrscheinlich, ja. Oh, hier ist noch ein Buch, oder was? Ja, und ein Feuer. Können wir ja kurz mal anmachen. Hier, guck mal hier. Ich habe hier so ein Bild. Mhm. Außer, als ob da irgendwie ein Schatz wäre. Ja, das ist denn ein so ein Bild von dem, wo wir so ein Dings finden. Oh, was hast du denn? Mir ist kalt. Er hat, ich hab doch angemacht. Oder ist das Feuer im Arsch? Nee, also mir ist warm. Bei mir macht er das Feuer nicht an. Okay, ich gehe tauchen. Dann merkt er die Kälte nicht so. Soweit die Theorie. Ob das hinhaut. Hier ist Seil. Kann man nicht mitnehmen. Ich habe nämlich zu viele Seil. Zu viele Seil? Ja. Ach da, hier ist irgendwo. Da ist der Ausgang. Rein. Oh da. Geh doch mal. Ich will auch da rein. Ja. Ich doch. Huch, wo sind wir denn gelandet? Das ist vielleicht sehen. Sind wir unter unserem Haus? Ja, Mann! Auf was? Ja, wie geil! Ist geil, oder? Das ist nicht schlecht. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und wir haben endlich ein Tauchgerät. Weißt du, was wir dann deswegen gleich noch machen können? Na? Ein Floß bauen, damit ich dir die anderen Höhlen zeigen kann. Wir schlafen jetzt nicht, weil ich weiß jetzt nicht, wie weit die Nacht schon fortgeschritten ist. Ja, ist egal, mir ist kalt. Ja, genau, wir wärmen uns. Wir haben oh, schon wieder Besuch. Nee, was willst du denn schon wieder hier? Ja. Komm mir nicht zu nahe, ich habe rostige Axt. Ja, warte oder hast du Tetanus? Ah. Okay, die ist wirklich scheiße langsam. Mann! Was denn? Jedes Mal, wenn ich gerade schieße, bewegen die sich. Ich habe extra hier Feuerpfeile. Na, die rennen ja trotzdem mal rein, so doof wie sie sind. Oh, jetzt habe ich dich angesteckt, oder was? Ja, jetzt habe ich dich angesteckt, geil. Das ist super. Aber ich habe Wasser. Dieser Mist, wieder du. Was bist du? Mhm. Mann. Gerade ein Bewegungsablauf wie ein freilaufender Kühlschrank, irgendwie habe ich das Gefühl. Oh, wir haben alle drei. Wieso ist das Feuerzeug schon wieder aus? Warum haben wir jetzt alle drei? Muss ich das verstehen? Nö, muss ich nicht. Nö, ich bin gut. Ja. Pieks auf einen und kriegt Töte alle drei. Geil.
Und ich habe mich gerade schon wieder angestellt wie der erste Mensch. So. Jetzt habe ich schon wieder Hunger. Nee, Durst habe ich. Ja, aber gut, es wird aber auch gleich schon wieder hell. Das heißt, meine beiden Fleischstückchen habe ich ja unten schon weggefuttert. Deswegen. Das heißt, wir machen jetzt gleich mal einen Schlitten voll und gehen mal zum Wasser runter. Ja. Und bauen uns ein Floß. Okay. Wir bauen uns ein Floß. Ich muss gerade mal aufstoßen ein bisschen. Probier's auch mal mit stillem Wasser. Ist eine Idee. So wie ich. Ich trinke auch eine koffeinhaltige Cola. So, mal gucken. Dann machen wir mal mit der neuen Axt hier. Pup. Also zum Kämpfen ist sie doof. Ja, zum Kämpfen ist sie doof. Habe ich eben auch. Oder habe ich mir eigentlich schon gedacht. Ich habe es eben nicht mal geschafft, die richtigen Knöpfe zu drücken, um zu wechseln. Weil ich so auf meine Pfeile fixiert war, ich Idiot. Ach, ich wollte jetzt den Baum fällen, wo ich das Ding dran habe. Ne? Das ist nicht gut. Nee. Deswegen nehme ich jetzt den. Irgendwie. Dafür, dass es so ein großer Baum war, fand ich jetzt drei Baumstämme ganz schön wenig. Waren das so drei? Müssen noch vier sein. Ja, mindestens eigentlich, ne? Ja, pass auf, Baum fällt. Ist das also ich hab vier. Ich bin schon weggerollt. Ja, das kann sein. Dann nehme ich die hier. Der liegt doch da. Ja? Hier, direkt daneben. Ich sag da jetzt nichts zu. Alles gut. So, ein Baum noch. Ach, das hast du meine beiden eingesammelt, ne? Guck mal, hier ist noch einer. Ja, ich hab deine. Ich hack mal eben noch einen Baum und dann sind wir durch. Ja. Dann bauen wir uns einen Floß. Hack du mal. Reicht das denn? Was? Ein Auto? Ich hoffe. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, aber. Naja, lieber... wenn die Woche irgendwo Bäume stehen. Schwierig. Es ist komisch, dass er bei, wenn du damit kämpfen willst, holt er halt so aus, wie als wenn du mit der anderen Axt lange gedrückt hältst, den Knopf, ne? Ja. Okay, ich nehme die zwei, die ich in der Hand habe, noch mit. Und dann folgt mir einfach. Jo. Ich folge dir. Follow me. Also ich versuche es zumindest sehr nicht so viel, wo ich hinfahre. Einfach zum Strand, das langt schon. Aber hier sind ja auch überall Bäume in der Nähe. Das geht ja. A little bit, ne? Joa. Okay. Hallo, Echse. Genau, hallo, Echse. So, und jetzt... Hallo Hasi. Hallo Seesterne. Ah, gehen wir mal alles durch hier. Eigener Boden wollen wir nicht. Was ist denn das Scheißding? Kann man eigentlich auf die Fotos zurückgreifen, die man gefunden hat? Ich glaube, die sind auch irgendwo im Menü, ja? Vielleicht ist es ja auch hier irgendwie. Warte mal. Feuer, Unterkünfte, Essen, Lagerung, freies Baum, Betriebsmittel, Fallen und Verteidigung, Bode, Signale, To-Do-Liste, Statistiken, Herstellungsanleitung, Naturhandbuch, Notizen. Tatsächlich unter Notizen. Was ist denn da unter Notizen? Na, da sind so ein paar Bilder drin. So. So, wenn du möchtest, kannst du zu mir aufs Floß kommen. Nicht die. Was, bist du fertig? Yep. Junge. Geil, oder? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Heisi, bleib hier. Naja. Ich habe gar nichts zu essen mitgenommen. Naja. Ich auch nicht, aber zur Not haben wir, glaube ich, noch Snacks. Jupp. Ja, warte. Irgendwie macht das. Habe ich uns jetzt festgefahren? Warte mal eben. Ich habe irgendwie den falschen Knopf gedrückt. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Federn. So, jetzt nochmal. Wir bekommen Besuch. Ja, gleich nicht mehr. Bist du fertig? Ja, schnell, wir hauen ab. Haha. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Denn da kann man ja den Rusty mal in Unterhose sehen. Ja, dafür müsst ihr auf Andys Kanal gehen. Was ein Seegang hier. Oh, guck mal da. Ah. Die alten Landratten hier. So, jetzt guck mal. So, jetzt guck mal vor dir ins Wasser. Wir suchen einen Balken. Wir suchen einen Balken im Wasser. Warte, ich komme wieder rein. Also, ich hoffe. Ja, eigentlich ja. Oh, was sagst du? Ein Balken im Wasser. Ein Balken im Wasser. Warte mal, ich packe mal meine Axt weg und mein Feuerzeug weg. Ein Balk. Wie sieht er denn aus? Ein Holzbalken. Im Wasser. Ich sehe nichts. Ist alles dunkel nicht. Unten. Na, oben, er schwimmt oben auf, also so auf der Fläche. Ab und zu sieht man ihn dann, wenn die Wellen gerade günstig kommen. Mhm. Ich sehe gerade auch nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warum Sie nichts sehen, sehen Sie gleich. Sehen Sie? Ich sehe nichts. Eine Sandbank hier. Ja, das ist von der Sandbank. Ich sehe jetzt auch irgendwie gerade nichts. Ich kann mir das auch immer nicht merken, ob das sehr dicht an der Insel war oder weiter weg. Das weiß ich nicht. Ja, ich auch immer nicht. Aber es war, ich bin mir ziemlich sicher, hier irgendwo an der Sandbank. Fahr doch einmal rum hier mit dem Kutter. Ja, brauchen wir nicht rum. Wir müssen hier irgendwo. Wo das sein? Da ist ja noch eine Sandbank hier vorne. Da, guck mal jetzt, vor dir. Was ist da? Siehst du den hier nicht? Den. Hier, wo ich jetzt bin. Den Holzbalken. Ach da, ja, jetzt ja. Siehst du, und hier tauchen wir jetzt runter, mein Freund. Okay. Immer dem Seil nach. Darauf muss man doch auch erstmal kommen, ne? Ja. Das stimmt. Ohne Thilo hätte ich die, glaube ich, auch nie gefunden, weil ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Der hatte irgendwann gesagt, es gibt Unterwasserhöhlen und dann hat er wahrscheinlich im Internet geguckt, denke ich mal. Ja, ja. Hätte ich auch gemacht, hätte ich gewusst, dass es hier Unterwasserhöhlen gibt. So, ich habe jetzt noch eine halbe Sauerstoffflasche. Ja, du hast ja noch welche im Inventar. Ja, aber müsste ja auch so reichen, ne? Für diese Höhle auf jeden Fall noch. Danach vielleicht mal neu. Mal, da hängt so ein Zettel. Ja, hier liegt wieder irgendwas, genau. Oh. Auf diesem Zettel siehst du schon, dass das neue Sachen zum Bauen sind. Ah. Du hast jetzt was Neues gefunden zum Bauen. Wenn du jetzt mal in dein Buch guckst, also zeig wieder die Pfeiltaste nach oben, dann siehst du ganz, ganz rechts oben in deinem, ja, wie nennt man das, in dem Index. In dem Index siehst du ganz rechts so ein Index-Ding, der nicht dazu passt, der ist neu. Der ist so selbst aus Papier gebastelt mit einem Kreuz drauf. Ach da, ja. Wenn du da jetzt rauf gehst, siehst du, wir haben jetzt Teil 3 von 4 gefunden. Und das ist ein Turm. Ein Turm. Und diesen Turm, den brauchen wir auch für was Bestimmtes. Und ich glaube, das finden wir hier auch noch. Okay, und mir schon wieder kalt. Ja, die ist immer kalt, wenn wir aus dem Wasser kommen. Das ist nun mal so. So kacke, können wir nicht warmes Wasser hier machen? Echt mal so wie im Whirlpool? Ja, echt.
muss so brennen an den Händen. Ja. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, ich persönlich, ne? Ja. Würde im Leben nicht hier runtertauchen und in so eine Höhle reingehen. Im Leben nee. Nicht. Das ist ganz. Da glaubt man dran. Lieber würde ich verhungern. Tun. Oh Gott, hier sind ja ganz viele Bilder. Ja. Kranker Scheiß. Was ist denn hier? Pfeile. Armbrustbolzen sind das. Was habe ich hier? 2 von 4. Genau. Den guck dir mal an. Feuerchen. Geht sofort los. Ach so. Achso, ich soll uns mal ein Feuerchen bauen. Ne? Hör mal, du mal Feuerchen. Irgendwie klappte meine L1-Taste nicht. Okay. Ein Hängegleiter? Yep. Aha. Geil, oder? Ja, geil. Jetzt habe ich hier ein Feuer gebaut, was ich nicht anmachen darf. Wieso nicht? Ja, super. Ja, er hat mir auch... Auf dich jetzt Verlass. Ja, ne? Verlass dich auf mich und du bist verlassen. So. Das war die erste Höhle. Hier, machen wir das. Oh. Aber wie gesagt, uns ist gleich wieder kalt, also... Ja, aber jetzt so einmal so das Gefühl. Mhm. Einmal dieses Gefühl. Wenn wir gleich auf dem Floß sind, kannst du mal einen Stock mit Feuer bauen. Damit kannst du uns dann wärmen. Ich hau wieder ab. Ja, ich komm mit. Das war ja so, so ein kleiner Ausflug wie hier, Gelsenkirchen, gesehen reicht. Ne? So. Ja. Wieder und dann Rock. Drecksau. Mhm. Ja, so ist das jetzt natürlich mal eben. Haben wir mal ein bisschen was Geiles hier. Können wir jetzt ein bisschen Turm bauen. Warum auch immer. Ja, der ist für den Gleiter. Du brauchst, ein bisschen, ja, wie sagt man, ein bisschen Anlauf, ne? So, du springst da im Endeffekt runter und dann kannst du gleiten. Also ich habe den Gleiter schon mal gebaut. Ich finde die Steuerung ganz schön strange. Okay. Da wird man dann ja sehen, ne? Also wie gesagt, für die nächste Höhle langt das noch, also von Sauerstoff. Ja, ich bin jetzt ein bisschen unterhalb. Ja, das langt für die nächste. Aber für die dritte Höhle am Ende, da brauchen wir eine neue Flasche, weil da tauchen wir sehr lang. Okay. Wieso komme ich da nicht hoch? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich komme auch nicht hoch. So, magst du uns mal... Obwohl, uns ist gerade gar nicht kalt, ne? Das ist ja gut. Nee, weil wir draußen sind und die Sonne scheint bestimmt. Ah, okay. Was hätte ich gesagt? Wie viele Flaschen haben wir denn noch dabei? Ich habe ja noch 1, 2, 3 Buddeln habe ich ja noch damit. Was ist das hier? Armbrustbolzen habe ich auch noch. Ja, die haben wir da eben unten gefunden. Echt? Mhm. Wo du gesagt hast, oh, was ist hier? Pfeile. Da habe ich eigentlich zu dir gesagt, Armbrustbolzen. Hat er mir wieder nicht zugehört. So. Hört mir einfach nicht zu. Ja. Merkt ihr, was für Probleme ich mit diesem Mann habe? Das musst du schon mitbekommen haben. Diesmal frage ich nach, welches Spiel wir spielen. Schlimm, ey. Könnt ihr mal sehen, wie fertig ich eigentlich bin. Ja, fertiger Typ halt, ne? Ja. Ja. Ah, mein Charakter hat Hunger. Was, ist doch nur halb voll der Magen? Was soll ich denn wieder ankacken? Obwohl, ich persönlich würde beim dreiviertel vollen Magen schon wieder rumheulen, dass ich Hunger habe. Die Snacks würden bei mir gar nicht so lange halten. Nee. Bei mir auch nicht. Ich werde schon lange durch. Die werden am ersten Tag so. Ist auch immer so geil, wenn meine Frau und ich hier auf der Couch sitzen und im Fernsehen gucken. Ja. Und dieser Unterschied, wie wir Süßigkeiten oder Kekse oder sonstiges essen. So, meine Frau nimmt sich dann mal so als Beispiel jetzt 2, 3 Schokobons. Ja. Und wenn ich dann als Beispiel eine Tüte Gummibärchen aufmache,
dann sind die nach 2 Minuten auch leer. Ja, meine Frau hat sich letztens Spekulatius geholt. Oh, so, oh Spekulatius, Spekulatius. Ich so, ja, nimm mit. 2 Packungen haben wir mitgenommen. Wer hat sie jetzt gegessen? Sehr geil. Ja, so ist das Leben. Genau, so ist das Leben. Ist da ein Schiff drauf? So ein Wrack oder was ist das? Ja, da? So ein Schiffswrack, genau. Cool. So, irgendwie von diesem Schiffswrack ein bisschen weg ist wieder so ein Holzbalken. Ja, ich gucke, es ist sehr dunkel. Auch dieser Balken war sehr dunkel. Also Party-Einladung. Ja. Eigentlich habe ich sowas ja ausgemacht, aber okay. Von wem hast du eine Party-Einladung bekommen? Von einem Kollegen. Echt, aus Kollegen? Ja. Was ist denn das Scheißding? Da ist er, ich habe ihn gesehen. Ja? Hier links. Links. Bisschen nach links. Ich bin blind, ich sehe ihn nicht. Ja, fahr einfach mal geradeaus. So, ja, schwimmt. Ist das noch weit? Ah, da hinten. Ja, doch, ich sehe ihn. Ja, da können wir eher noch mal hinfahren. Oh, ja. Knopf gedrückt. Aber ich glaube, wir können hier auch noch mal auf die Insel rauf. Wenn ich mich recht erinnere, ist nämlich auf dieser Insel ja der Teil zum Explodieren zu bringen, den ich nicht mehr auf dem Zettel hatte. Gut. Ich nehme aber jetzt trotzdem eine neue Flasche. Nee, brauchst du noch nicht. Na, ist auch egal. Kannst du ja machen. Ich bin ja unter Viertel. Also fast ein Viertel habe ich nur noch. Okay. Ja, komm. Egal. Huch. Wer weiß, was mich dort unten erwartet. Okay, ja, ich sehe gerade mal bei mir. Wird es auch eng? Ja, siehst du? Komisch. Na, egal. Ach, das schaffe ich schon. Weise, Mann. Ich und Weise. Das ist, nee, ich. Achso. Wer redet denn von dir? Weiß ich nicht. Das ist so. Ich hab doch die Sauerstoffflasche getauscht, nicht du? Geh weiter, Mann. Wieso macht der Heimdattel eigentlich immer hier das die Taschenlampe aus am Tauchgerät? Weiß ich nicht, aber manchmal hast du einen Bug, dass sie anbleibt. Das ist immer toll. Ja. Oder es ist ein Bug, dass sie eigentlich ausgeht, weil ich habe das Tauchergerät ja noch. Aber hier sind noch ein paar Armbrustbolzen. Oh, eine Armbrust. Und hier sind noch ein paar Bolzen. Die Armbrust ist auch echt geil. Also ich fand die immer gut. Irgendwas. Ah, hier hinten rechts ist noch ein Kärtchen. Kann ich da nicht mehr von mitnehmen? Warum nicht? Na, hier, Digga. Was? Digga, guck mal, hier hinter mir liegt noch was. Hinter dir? Ja. Oh yeah. Wieso kann ich eigentlich so wenig davon mitnehmen? Weiß ich nicht. Warte mal, ich baue jetzt. Ja, scheiß aufs. Ja, Fackel geht. Fackel, aber guck Fackel, mal, was du Fackel eingesammelt hast. Was? Ja, du hast einen neuen Zettel. Ah, ja, komm, dann guck jetzt mal rein. Ja, ich wollte sagen. Alter. Ich hab das mit Holz. Aber das ist auch doof hier mit der Steuerung, dass ich ganz R1 drücken muss, um da hinten hinzukommen. Ja. So, was haben wir denn? Wir können jetzt nämlich Kreuz. Und ein Sarg und eine Kirche. Das finde ich geil. Ist ganz ohne Witz. Okay. Könnten wir ja eigentlich so gesehen, wenn wir jetzt mal keine Knochen bauen und Sarg. Ne? Ja. Und die Kirche finde ich geil. Okay. Ich glaube, das ist ja nicht so, dass ich, also, nee. Ich bin ja Heide. Was ist denn das? Ach, egal. So, jetzt habe ich ja so eine Armbrust, ne? Mhm. Aber ich kann ja so wenig Pfeile mitnehmen. Kann ich die selber herstellen? Armbrustbolzen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da müssten wir sonst einfach noch mal in die Höhle, die ja bei uns in der Nähe ist, immer mal zwischendurch wieder rein. Du warst jetzt einmal weg. Okay, was hast du denn noch mitgekriegt? Höh.
Ich Cheater. Ich habe gesagt, nee, ich glaube, die kannst du nicht selber bauen, aber wir könnten ja, wir haben ja. Mann, jetzt geh auf das verfickte Floß. Wir haben ja in der Nähe eine Höhle von uns und ja. Jetzt müssen wir da immer mal zwischendurch welche holen. Okay, ich würde jetzt gerne noch mal hinten bei uns hier, hinter uns ist ja so eine Insel, da würde ich noch mal ganz kurz zwischenlanden. Da könnten wir dann auch einmal dann könnten wir da vielleicht noch mal eben auch die Folge beenden. Leider, es ist schon wieder soweit. Es geht immer so schnell. Gut. Land. Okay. Habe ich angefangen? Du hast angefangen? Ist egal, mach mal. Ja. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lass gerne eine Bewertung da. Schön mit dem Kopf, genau. Genau. In Form von Kommentaren, Likes, Abos, wie auch immer. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Euer Kaktus und Rusty. Tschüss. Tschüss.